Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung und dazu begrüße ich natürlich Alfred Maidon. Hallo Alfred. Ja, hallo. Wir wollen anfangen mit Varta. Oliver Kahn würde sagen, da ist das Ding. Varta hat Porsche als Batteriekunden gewonnen. Wie bewertest du den Deal? Ja, wer die Sendung länger sieht, der wird sich erinnern, vor 2 Monaten habe ich hier gestanden und habe gesagt, das könnte eigentlich, oder es ist das Perfect Match, Varta und Porsche, weil das passt eigentlich ganz gut zusammen, die genau. Batterietechnologie von Varta zu den Autos von Porsche. Jetzt ist es so passiert, das Handelsblatt hat es gestern zuerst berichtet und man hat dann auch bei Varta nachgefragt. Varta hat das dann bestätigt, dass Varta Batterielieferant wird für Porsche, die V4-Drive-Zelle. Es ist noch nicht ganz klar, in welche Autos das eingebaut wird. Wahrscheinlich auch in den Taycan und dann vielleicht später in die Elektroversion vom 911er, die ja dann irgendwann kommen wird. Also da gibt es noch viele Möglichkeiten, aber die Aktie hat natürlich reagiert, ist, nachdem sie ja nochmal korrigiert hat auf 130, dann gestern Richtung 138, jetzt sind wir 141. Und ich glaube, dass das lange nicht genug ist, denn es war ja immer noch ein bisschen Skepsis da, ja, wen beliefert Varta jetzt eigentlich und jetzt ist es endlich raus, dass es tatsächlich ein größerer deutscher Hersteller ist und es geht ja weiter. Es gibt jetzt ja schon die nächsten Gerüchte, Varta spricht ja mit anderen Herstellern auch noch und Porsche wird sicherlich nicht der einzige bleiben. Also das ist so sicherlich so ein großer Türöffner, der jetzt Varta auf ein ganz anderes Level bringt, das Unternehmen und auch die Aktie, die hat ein anderes Level verdient. Wir sind ja immer noch viel zu niedrig. Das Kerngeschäft von Varta ist sicherlich schon mindestens den Betrag wert. Also ich meine das Geschäft mit den Mikrobatterien für Kopfhörer und Hörgeräte. Aber jetzt kommt natürlich diese Elektroauto-Fantasie massiv dazu, die ja immer so ein bisschen runtergespielt wurde. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Und ich bin mal gespannt, was die Leerverkäufer machen, die ja immer noch massiv auf fallende Kurse spekulieren. Wenn die Aktie die 142 nach oben rausnimmt, dann glaube ich, gibt es vielleicht nicht sowas wie hier, hoffentlich nicht, denn das wurde auch schnell wieder abverkauft. Aber dann gehen wir, glaube ich, sofort Richtung 150 und ich glaube, dass dieser Anstieg auch nachhaltig sein wird, denn man muss Varta jetzt komplett anders bewerten. Und das werden, ich bin mal gespannt, hoffentlich die Analysten in den nächsten Tagen auch tun. Ja, so ein gutes Stichwort. Die DZ-Bank hat vor kurzem erst jetzt ihre Kaufempfehlung gestrichen, sagt jetzt halten. Kannst du das sagen? Ja, ich fand es eigentlich ganz gut. Die haben das gestern, ihre Empfehlung von Kaufen auf Halten runtergesetzt. Gleichzeitig das Kursziel angehoben, was eh immer ein bisschen merkwürdig ist, von 130 auf 145. Das hat nochmal die Möglichkeit gegeben. In meinem Report habe ich meinen Lesern nochmal einen Turbo-Call auf Varta empfohlen. Das war ein ganz guter Einstieg. Also vielen Dank an die DZ-Bank für diese Herabstufung. Aber die Analysten tun sich ja ohnehin schwer mit der Aktie und kriegen sie einfach nicht in den Griff. Bewerten sie immer viel zu negativ, sehen immer nur die Probleme. Und jetzt zeigt sich, dass die Chancen doch größer sind. Und ich glaube, das wird sich auch im Kurs widerspiegeln. Also was wir jetzt hier sehen, 141, das ist immer noch viel, viel zu niedrig. Ich bin mal gespannt, wann wir die 200 Euro erreichen. Dann spreche ich nicht mehr jede Woche über Varta. Ich glaube, das könnte dieses Jahr noch passieren. Wir werden es gespannt verfolgen. Werden wir. Dann wollen wir mal einen Blick auf das VW-Universum werfen. Ne? Porsche ist der Kunde von Varta. Wir haben jetzt hier den Chart von der Porsche Holding, muss man dazu sagen. Wollen wir mal beides so ein bisschen aufdröseln. Sprechen wir zuerst mal über den Sportwagenbauer. Was bedeutet der Deal jetzt für Porsche, den Sportwagenbauer? Ja, Porsche hat ja schon gerade einen Tag vorher bekannt gegeben, dass man selbst Batteriezellen bauen will mit einem kleinen Partner aus Tübingen. Jetzt hat man Varta als weiteren Partner und Porsche hat gesagt, man will auch mehrere Batterielieferanten haben. Das wollen ja eigentlich alle. Man muss wissen, dass Batterien extrem knapp sind und immer knapper werden, weil die Elektroautos doch sich schneller verbreiten, als man gedacht hat oder als auch viele gehofft haben, die alten Autohersteller. Jetzt müssen die was tun und darum versuchen jetzt alle so viele Batterien wie möglich zu bekommen und so viele Quellen auch wie möglich zu haben. Und das ist natürlich für Porsche ganz wichtig. Und Porsche ist ja da relativ weit vorne mit dem Taycan, hat man eben ein reines Elektroauto am Markt. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, das ist eben nicht die Porsche Autofirma, denn die ist im Volkswagen-Konzern integriert. Porsche überlegt ja tatsächlich, Porsche als IPO an den Markt zu bringen. Das hier ist die Porsche Holding und die besteht im Prinzip nur aus Volkswagen-Aktien. Man hält rund 53% an den Stammaktien von Volkswagen. Das verwechseln viele, viele denken, hey, das ist ja Porsche, die kaufe ich mir jetzt, dann bin ich am Autokonzern beteiligt. Nein, man kauft mit Porsche im Prinzip Volkswagen mit einem Bewertungsabschlag. Der ist relativ groß, aber im Prinzip läuft Porsche parallel zu Volkswagen, kann man sagen.
Dann haben wir die VW-Aktie natürlich auch noch mit dabei. Wie schätzt du VW allgemein momentan ein? Ja, VW ist ja relativ, ich will nicht sagen, doch, ich sag's mal, gehypt worden, weil man tatsächlich sehr gut vorankommt im Bereich Elektroautos. Anstieg um 50% in kürzester Zeit. Tatsächlich ist es richtig, wir sehen das auch leider bei den Verkaufszahlen, dass Porsche, dass Volkswagen einen guten Job macht mit dem ID.3, mit dem ID.4 auch und mit weiteren Modellen, die kommen sollen. Aber ich sage es nochmal, mein größtes Problem ist natürlich das, dass Volkswagen unterm Strich nicht mehr Autos verkaufen wird. Man wird, wenn es gut läuft, seinen Autoabsatz halten können, wenn man im Elektrobereich weiter gut vorankommt und eben nicht Marktanteile verlieren, wie viele andere. Aber dass man jetzt die Aktie so feiert, das finde ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, das Niveau, was wir jetzt haben, ist schon ein ganz gutes. Noch mehr nach oben, das könnte schwierig werden. Das ist vielleicht ein Vorteil, dass Porsche so, dass VW so viele Töchter hat, die immer wieder auch im Gespräch sind. Ja. Also Lamborghini war im Verkauf im Gespräch. Ja, das ist nicht schlecht. Es gibt ja immer wieder diese Fantasie, dass man IPOs macht, die Lkw-Sparte oder eben Porsche oder Lamborghini oder andere. Insoweit kann es hier natürlich immer wieder neue Fantasien geben. Würde auch Sinn machen. Was am meisten Sinn machen würde, was Volkswagen leider nicht vorhat, ist die Elektroautosparte auszugliedern. Das wäre, glaube ich, der cleverste Schritt. Dann sprechen wir mal über den Platzhirschen auf dem Elektromobilmarkt, nämlich über Tesla. Und wir sehen bei der Aktie, die bewegt sich weiter so um die 200-Tage-Linie rum. Gibt es irgendwelche Impulsgeber? Eigentlich im Moment gerade nicht. Es ist sehr ruhig geworden um Tesla, was ja auch gar nicht mal unbedingt schlecht sein muss. Es gibt wieder ein paar News, für das die Gigafactory dann vielleicht doch noch dieses Jahr irgendwann fertig wird. Da kommt man wohl doch ganz gut voran. Wobei, eigentlich war der Start im Sommer geplant. Was wichtig ist oder was wichtig wird, sind die Verkaufszahlen, die dann Anfang Juli kommen werden. Und Tesla hat eigentlich vieles richtig gemacht. Man ist jetzt auf dem Niveau, dass man sagt, hey, wir haben jetzt es geschafft, gute Autos auf den Markt zu bringen, die Infrastruktur zu installieren. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch hochskalieren. Das macht man jetzt eben mit diesen weiteren Gigafactories, dann auch mit neuen Modellen, mit dem Cybertruck. Und ich glaube, dann kommt auch wieder Dynamik in die Aktie rein, wenn die Verkaufszahlen passen. Man muss immer wissen, die Aktie hat letztes Jahr 700% gemacht. Man hat vorher 5 Jahre lang gar nichts gemacht, hat dann in 5 Monaten das aufgeholt, was man 5 Jahre nicht gemacht hat. Mhm. Und jetzt ist klar, dass man auch mal verschnauft, auch mal für längere Zeit. Also das ist eine ganz gesunde Konsolidierung. Und ich glaube, jetzt sind wir eher hier unten im unteren Bereich der Konsolidierung und können von da aus dann irgendwann vielleicht in der zweiten Jahreshälfte wieder durchstarten. Und das haben wir auch bei vielen Technologieunternehmen gesehen in der Vergangenheit. Microsoft über mehrere Monate oder teils sogar mal Jahre hinweg, ne, dass es seitwärts ging. Genau, Amazon ist immer noch im Seitwärtstrend. Genau. Also das ist ganz normal, dass man dann erstmal solche starken Kurssteigerungen auch mal längerfristig konsolidiert. Apropos starke Kurssteigerungen, da sind wir beim Thema BYD und da sehen wir auch immer wieder starke Ausschläge. Jetzt auch zuletzt ging es kräftig nach oben. Wie lassen sich diese extremen Ausschläge erklären? Ja, das ist so ähnlich wie bei Tesla, noch ein bisschen komprimierter. BYD hat ja wirklich auch über mehrere Jahre fast nichts gemacht, war bei 5, 6 Euro. Dann gab es diesen extremen Anstieg letztes Jahr im Herbst, auch hier dann die scharfe Konsolidierung. Und BYD ist tatsächlich mit Tesla schon vergleichbar, weil man eben auch die Batterien selber macht. Man ist auch im Solarbusiness unterwegs. Man hat dazu noch die Halbleitersparte, die man jetzt ja an die Börse bringen will. Und man will die Batteriesparte nächstes Jahr dann auch noch an die Börse bringen. Also auch hier gibt es diese Abspaltungsfantasien, die durchaus berechtigt sind. BYD ist von der Bewertung her, wenn man sie mit Tesla vergleicht, Tesla mit dem 15-fachen Umsatz bewertet, BYD mit dem 3-fachen, also 5-mal so teuer Tesla. Und andersrum könnte man sagen, wenn BYD auf das Niveau von Tesla kommen sollte, müsste sich die Aktie verfünffachen. Das wird sie nicht tun, weil chinesische Aktien immer auch einen Bewertungsabschlag haben. Aber sagen wir, von diesem Niveau aus eine Verdopplung ist allemal drin. Und ich bin mal gespannt, wie lange das dauert. Es könnte also schnell gehen wie hier, dass wir jetzt ähnlich nochmal so einen Lauf starten und Richtung 40, 50 Euro durchgehen. So, und dann beim nächsten Wert. Scheiden sich die Geister, was die Aussprache angeht. Ich sage nach wie vor Samsung SDI. Wir haben gesehen, es ging für die Aktie zuletzt wieder nach oben. Was sind hier die Kurstreiber? Ja, eigentlich gar nichts Besonderes. Man hat relativ gute Zahlen gebracht schon vor einiger Zeit. Aber jetzt kommt auch hier nach dieser längeren Konsolidierung einfach wieder Nachfrage auf, weil ich habe es ja gesagt, Batterien sind extrem knapp und das wird, glaube ich, noch ein ganz großes Thema in den nächsten Wochen, dass da neue Aufträge kommen, dass man sich die Batterien sichert für die nächsten Jahre. Es geht dann noch weiter, kommen wir später zu Lithium, wird dann quasi noch knapper. Also das wird eng und jetzt werden quasi die
Pfründe verteilt und da muss man sehen, dass man sich die Batterien sichert. Samsung beliefert ja unter anderem BMW und die müssen auch sich bewegen. Daimler hat jetzt bekannt gegeben, dass man selber Zellen produzieren will. Also alle wollen selber was machen, aber alle müssen auch zukaufen und wer Batterien hat, der ist gefragt und das gilt natürlich für Samsung SDI. Dann schauen wir als nächstes mal auf den saubere Zukunft 2 Index und auch da sehen wir, es ging zuletzt deutlich nach oben. Was spricht dafür, dass es weiter nach oben geht? Da sind natürlich unter anderem Samsung SDI und auch BYD mit drin. Dann noch 5 andere Aktien, viel Solar mit dabei. Und auch Solarwerte haben zuletzt doch ordentlich nach oben gedreht, die meisten. Und hier sehen wir eigentlich quasi erst so ein bisschen den Anfang des Anstiegs nach auch dieser längeren Konsolidierung. Dann nochmal ein Ausverkauf im Solarsektor und auch bei BYD, die ist ja auch nochmal kräftig durchgesackt. Und jetzt dreht es eben nach oben. Und wer sich nicht auf eine Aktie festlegen möchte, für den ist das ein ganz gutes Vehikel, eben auf 7 Aktien sein Geld zu verteilen. Dann schauen wir als nächstes mal auf den Lithium-Bereich, nämlich auf Standard-Lithium. Haben wir uns ja letzte Woche darüber unterhalten, über den Deal mit Lanxess und wir haben es auch gesehen. Aktie kräftig angezogen. Jetzt haben wir mal einen kleinen Rücksetzer. Wie geht es hier weiter? Wir haben ein neues Allzeithoch gemacht, sowohl in Deutschland als auch an der Heimatbörse in Kanada. Am Freitag waren auf einmal enorm hohe Umsätze. Gerade in den letzten Handelsminuten in Kanada, einige Millionen kanadische Dollar wurden da investiert. Es gibt so ein bisschen die Fantasie oder die Frage, was jetzt Lanxess vorhat. Ich habe jetzt ein interessantes Gespräch noch gehabt am Wochenende mit einem Lithium-Experten, der gesagt hat, dass offenbar Lanxess zu hohe Forderungen an Standard Lithium stellt. Dass Standard Lithium sagt, wir wollen den Vertrag so nicht machen. Die beiden wollen ja ein Joint Venture machen. Und Standard Lithium hat offenbar auch noch andere Interessenten, weil man ja eine sehr moderne Lithium-Extraktionstechnologie hat. Und da könnte es durchaus noch einen Wechsel geben. Auf jeden Fall ist man in einer sehr guten Position mit einem Top-Projekt, mit einer Top-Technologie. Und dieser Lithium-Experte, auf die Frage, die ich ihm gestellt habe, welches denn seine Top-Aktien sind aus dem Lithium-Sektor, hat er gesagt, Standard Lithium und sonst nichts. So ähnlich wie Thiago. Ne? Das klingt schon mal spannend. Ja, also das sieht gut aus. Die Frage ist, klar, wir haben jetzt hier diesen Aufwärtstrendkanal und sind jetzt kurz davor, oben rauszugehen. Und ich glaube, da ist doch noch deutlich mehr drin. Einen Wert haben wir ja heute noch, nämlich Torchlight Energy, ein Öl- und Gasproduzent aus den USA. Und wir sehen, hier ging es gleich nach oben. Und was steckt dahinter? Reddit. Das ist eine gute Frage. Also das ist auch wieder so eine Trendaktie, Thema Reddit, Wall Street Bets, ich weiß gar nicht so genau, wie sie auf Torchlight Energy gekommen sind, diese ganzen Trader. Die Aktie war zu Jahresbeginn noch bei unter einem Dollar, jetzt ist sie bei 10, hat sich also mehr als verzehnfacht. Ist mittlerweile die zweitbeste Aktie am amerikanischen Markt, nur AMC ist besser. Das war ursprünglich mal, ich habe es recherchiert, 2007 ein Anbieter von Pole Dance Fitnesskursen. Okay. Dann hat man seit 2010... ist ein Ölexplorer geworden, hat noch nichts produziert. Man kommt mit der Ölexploration noch nicht so recht voran. Jetzt will man fusionieren mit einer Aktie, die heißt Meta Materials. Die machen Metamaterialien. Also auch wild, auch diese Aktie ist von unter einem Dollar, hat sich verzehnfacht. Der Grund, warum sie jetzt so gestiegen ist, ist, dass auch offenbar einige Hedgefonds short sind. Und durch diese Fusion, man will dann eine Sonderdividende ausschütten, ein sehr komplexer Deal, sind diese Hedgefonds wahrscheinlich gezwungen, ihre Positionen zu schließen. Und darauf wird spekuliert und das treibt den Kurs in ungeahnte Höhen. Also sagen wir mal so, der Börsenwert ist jetzt bei 1,2 Milliarden. Die Firma ist vielleicht 20 Millionen wert. Also soweit höchste Vorsicht. Aber zum Zocken ist natürlich so ein Ding super. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Aber ich würde jetzt bei diesem Kurs natürlich nichts mehr machen. Also höchste Vorsicht halten wir fest. Absolut, ja. Torchlight Energy, eine Firma, die eigentlich nichts macht, aber sich gut verkaufen kann. Das klingt auch spannend. Ich danke dir für deine Einschätzungen und dir, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.